Moin! Liebe Kunden, liebe Interessenten, heute würde ich euch gerne unser Doggybett vorstellen. Das Doggybett hat mehrere Vorteile, die wir für unsere Hunde einfach umsetzen, damit ein Hund im Fahrradanhänger immer bequem und vernünftig liegt. Bequem und vernünftig hängt damit zusammen, ich darf euch das vielleicht erklären in einer Art Wolke, könnt ihr es euch vorstellen, das ist ein orthopädisches Bett. Das ist immer irgendwas, was nachgibt und was sich auch verrückt. Orthopädisches Bett, Teppich, Boden, Teppich, was auch immer, alles, was es halt gibt. Wir wollen ja immer, dass unser Hund sehr bequem und sehr entspannt im Anhänger liegt. Das kann mal gut sein, das kann aber auch mal nicht gut sein. Im übertriebenen Sinne ist das jetzt unsere Ebene, da liegt der Hund entspannt drin. Jetzt sackt er ein in der Zeit, wo sie fahren, sackt er ein bisschen ein. Und dann passiert Folgendes, er bewegt den vorderen Lauf. Dann geht er in eine ganz andere Richtung und steht oben. Der Recht liegt unten. Bis sich alles wieder eingependelt hat, sackt der vordere Lauf wieder ab. Und während er absackt, bewegt er der hintere Lauf. Also liegt er oben. Der Hund liegt kontinuierlich irgendwie nicht gerade und in dem Moment auch nicht gelenkschonend. Wir würden das gern mit unserem Pad verändern. Wir nutzen unser Pad schon seit über 12 Jahren. Tatsächlich sind auch die ersten Pads hier noch im Haus im Einsatz. Das heißt, sie sind sehr langlebig. In erster Linie erzähle ich euch jetzt, warum wir dieses Pad also gut empfinden. Natürlich liegt der Hund nicht gesund und nicht gerade drin, wie man das sich wünscht, aber dieses Pad ist sehr einfach zu drücken, ganz leicht. Das Pad ist zum Beispiel auch, wenn ich mit dem Finger reindrücke, geht das auch ohne Probleme. Wenn ich jetzt allerdings hingehe und die ganze Hand hinlege und jetzt anfange zu drücken, sieht man vielleicht an meiner Hand, wenn sie weiß wird, ich kann auch noch eine zweite Hand dazu nehmen, es bewegt sich nicht mehr. Es komprimieren tatsächlich 150 Kilo. Das hängt damit zusammen. Ich will, dass wenn unser Hund auf dem Boden liegt, hat er ja immer eine Elle oder einen hinteren Lauf, die Beine im Endeffekt immer so in dem Pad drin. Das ist unser Sinn. Jetzt will ich aber, wenn das so drin liegt, dass der Recht gerade zu gerade liegt, egal wie viel Gewicht das ist. Ob das bei einem Rhodesian Ridgeback ist oder ob das bei einem West Highland Terrier ist oder bei einem Australian Shepherd, völlig und ganz egal. Die Größe ist völlig und ganz irrelevant. Wir können hier mit Leichtigkeit reindrücken. Das hängt damit zusammen, wir haben dann unsere Hunde tatsächlich bequem, vernünftig und gelenkschonend gelagert. Allein zum Pad kommt natürlich aus Deutschland. Es ist natürlich giftfrei. Es ist wasserdicht. Sie können am hinteren Ende das Pad aufmachen und können es waschen. Ich persönlich dampfe es ab. Innen drin ist ein Schaum. Auf diesen Schaum haben wir allein 5 Jahre Garantie. Wir kennen das typische Durchliegen. Das heißt, ein Hund liegt irgendwo drin und plötzlich geht es links und rechts an jeder Seite geht es rauf. Das versuchen wir zu vermeiden. Also wir können es vermeiden mit dem Produkt, aber wir versuchen es für unsere Hunde sowas zu vermeiden. Ihr könnt es abdampfen, ihr könnt aber auch hängen und könnt noch eine Heizung einbauen. Die gibt es auch bei uns, die Erklärung findet ihr nachher auf dem YouTube-Channel bei uns oder halt direkt unter dem Pad oder unter der Heizung. Für Fragen irgendeiner Art zu diesem Pad stehe ich euch selbstverständlich gerne zur Verfügung. Danke. Oh.